Inneren Zwiespalt überwinden. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden und geistigen Fähigkeiten. Inneren Zwiespalt überwinden. Zunächst ist mal die Frage, muss man einen inneren Zwiespalt immer überwinden? Man kann zwiegespalten sein im Sinne von, auf der einen Seite weiß man, es wäre gut, es so zu machen. Auf der anderen Seite wäre es gut, es anders zu machen. Inneren Zwiespalt überwinden kann heißen, dass man sich bewusst dafür entscheidet, etwas auf eine bestimmte Weise zu machen und auf eine andere Weise nicht. Also man kann einen inneren Zwiespalt überwinden, indem man sich für eines entscheidet und dann eben sagt, wenn ich mich entschieden habe, verwerfe ich die Alternativen. Also gut abwägen, überlegen, Entscheidung treffen und dann sagen, ja, ich habe mich entschieden und so ist es. Zweite Möglichkeit, einen inneren Zwiespalt zu überwinden, wäre zu überlegen, kann man beide Alternativen irgendwo miteinander verbinden? Wäre es möglich, beides zu berücksichtigen? Nicht immer ist die Sache entweder oder. Manchmal kann man auch sagen, sowohl als auch. Daher eine Methode, inneren Zwiespalt zu überwinden, wäre durchaus zu sagen, ja, ich versuche, beiden Anliegen gerecht zu werden. Die nächste Sache ist, vielleicht ist es ein ethischer Zwiespalt. Auf der einen Seite hast du zu Hause dein Kind, das auf dich wartet. Auf der anderen Seite siehst du, da gibt es jemanden, der braucht deine Hilfe. Jetzt. Was machst du? Du bist in einem inneren Zwiespalt. Hier wirst du wiederum eine Entscheidung treffen müssen. Auch im Sinne von, nicht immer kannst du allem gerecht werden. Es gibt auch einen Zwiespalt zwischen etwas Ethischem, was aber vielleicht weniger bringt, Geld bringt zum Beispiel, und etwas Unethischem, wo du vielleicht beruflich vorankommst. Hier würde man sagen, wenn du in einem Zwiespalt bist zwischen dem ethisch Korrekten und dem, was dir Vorteile bringt, dann mache das, was ethisch ist. Du solltest nicht zum Wohl eines persönlichen Vorteils die Ethik opfern. Manchmal hilft es auch, dir bewusst zu machen, ich bin in einem inneren Zwiespalt. Ich bin ethisch gespalten. Und dann zu überlegen, wie kann ich das lösen? Und dann kannst du um Gott bitten. Du kannst Gott bitten, bitte zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Bitte hilf mir. Manchmal kannst du dich auch an dein Unterbewusstsein wenden oder dein höheres Selbst und eben sagen, bitte liebes höheres Selbst, ich bin zwiegespalten. Ich habe einen Zwiespalt zwischen dieser Möglichkeit und jener. Sage mir, was soll ich tun? Wenn du dich so bewusst fragst, um Hilfe bittest, dann wird eine Stimme nach einer Weile kommen. Und irgendwann wirst du dich vermutlich entscheiden müssen. Und manchmal ist es auch gut, den Zwiespalt eine Weile auszuhalten und zu wissen, es gibt hier nicht richtig und nicht falsch, einfach abwarten und geschehen lassen oder manchmal andere fragen und vielleicht eine Gemeinschaftsentscheidung herbeiführen. Das waren also einige Gedanken zum Thema Zwiespalt und insbesondere inneren Zwiespalt überwinden. Mehr Informationen dazu auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.